herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollte ich darüber reden, wie ich Strom beim Fahrradfahren erzeuge für eine lange Tour, wenn ich jetzt nicht anhalten kann oder anhalten möchte an irgendeiner gastronomischen Einrichtung und da Strom aus der Steckdose holen. Da habe ich ja die Möglichkeit, den Strom bei mir über das Nabendynamo zu erzeugen oder mit einem faltbaren Solarpanel. Und darüber möchte ich heute mal reden. Die erste Möglichkeit ist, dass ich das Nabendynamo verwende dafür. Ich habe einen Sohn 28 Nabendynamo, das ist ein sehr effizientes Nabendynamo. Und hier gehen die Anschlüsse aus dem Nabendynamo hinaus. Die Kabel werden durch meinen Gabel geführt, gehen nach oben, kommen oberhalb vom Schutzblech raus und gehen dann in die Beleuchtung, in die Sohn Edellux 2. Und die habe ich dann auch noch als Version gewählt, wo es einen Koaxial-Steckverbinder gibt. Hierzu brauche ich ein spezielles Kabel. Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss immer separat geschafft werden. Das ist das Kabel, was ich dann in die Koaxial-Steckverbinder von meiner Beleuchtung einstecke und mit diesem Kabel dann zu meinem Busch und Müller E-Werk hingehe und dort dann einstöpsel. Beim Busch und Müller E-Werk sind verschiedene Stecker dabei, aber genau dieses ist nicht dabei, mit dem ich in die Beleuchtung reingehe. Vom Busch und Müller E-Werk gibt es dann wieder ein Kabel, das geht aus dem Busch und Müller E-Werk hinaus und geht dann in meine Powerbank. Mein Busch und Müller E-Werk habe ich in dieser Tasche, was ich in meinem Flaschenhalter befestige. Nun ist es ja leider so, dass wenn ich das in dem Flaschenhalter benutze, fällt mir ein kompletter Flaschenhalter weg, den ich dann nicht für eine Trinkflasche benutzen kann. Das ist leider so, aber für mich ist es immer noch die beste Art, den Strom da zu speichern, ohne ein zu langes Kabel zu verwenden. Wenn ich jetzt auf einer längeren Tour bin und habe sowieso Fronttaschen an meinen Lowrider dran, dann könnte ich ja auch die Powerbank mit dem Kabel da rein. Hier habe ich nochmal die Tasche, wo da drin alles untergebracht ist. Hier habe ich gleichzeitig auch etwas Platz für ein paar Kabel oder für die Hülle für die Powerbank. Hier ist mein Busch und Müller E-Werk drin. Und hier ist die Powerbank. Im Moment ist sie gerade nicht angeschlossen. Bei dem Busch und Müller E-Werk habe ich hier die Einstellung vorgenommen, hier einmal die Volts. Man sieht hier, dass die Einstellung zwischen 4,2 und 5,6 ist, also der Sprung ist dann immer 0,7 höher. Somit habe ich das ja eingestellt auf 4,9 Volt. Und ja, meine USB-Geräte sollten ja nicht mit viel mehr über 5 Volt geladen werden, von daher sollte das die richtige Einstellung sein. Und hier bei den Ampere, bei der Stromstärke, habe ich einfach das Maximale eingestellt und da bin ich bei 1,6 Ampere, die möglich sein könnten, aber wir werden gleich sehen anhand den Werten, die ich ermittelt habe, dass 1,6 Ampere ja nicht zu schaffen sind. Das E-Werk hat hier so eine Halterung, wo ich das auch am Rahmen festmachen kann. Ich benutze das immer gleich, um die Powerbank dort so ein bisschen Halt zu geben. Und kann das dann in die Tasche einfügen und hier reinschieben und dann ist das auch gut gesichert und ich habe in der Tasche noch mehr Platz für andere Sachen. Nun habe ich mir die Mühe gemacht und bin gefahren, verschiedene Geschwindigkeiten und habe mal geschaut, wie groß denn die Werte sind, die ich da ermittle und bei 5 km/h kriege ich 0,5 Ampere, wie gesagt bei 4,6 Volt. Bei 10 km/h sind es 3,5 Ampere, bei 15 km/h rund 0,5 Ampere, bei 20 km/h 0,75 Ampere, bei 25 km/h 0,68 Ampere und bei 30 km/h 0,8 Ampere. Und das Maximale, wenn ich jetzt schneller als 30 fahre, also es geht knapp über 1 Ampere, was ich erreichen kann. Nun ist ja auf dem Sohn 28 Nabendynamo 3 Watt angegeben. Die 3 Watt bei diesen 4,6 Volt entspricht dann ungefähr
bei meinem 28 Zoll Laufrad im Reellen eine Geschwindigkeit von 22 km/h. Nun ist ja die Frage, habe ich das immer dabei oder nur auf Touren? Und zwar sage ich, das lohnt sich nur auf Touren mitzunehmen. Denn was bedeuten 3 Watt? Ich fahre viel Fahrrad, ich fahre 10.000 Kilometer im Jahr. Zur Arbeit pendel ich hin und zurück. An vielen Tagen im Jahr ist es früh, wenn ich sehr früh anfange, dunkel. Das heißt, ich habe die Beleuchtung an. Und wenn ich die Beleuchtung anhabe, ist ja, der Strom geringer. Also diese Beleuchtung hat ja einen Schalter, wo ich einstellen kann, 0, das bedeutet, die Beleuchtung ist aus. Dann gibt es das S für Sensor, da wird geschaut über einen Sensor, ob es dunkel ist. Wenn es dunkel ist, geht die Beleuchtung an. Und es gibt 1, 1 bedeutet, die Beleuchtung ist immer an. Wenn ich meine Powerbank laden will, dann sollte die Beleuchtung immer ausgeschalten sein und nicht auf Sensor, sondern direkt auf 0. Weil selbst wenn ein Sensor eingestellt ist, wird nur ein ganz geringer Teil der Ladeleistung abgegeben an die Powerbank. Und zwar sind das so 0,17 Ampere, die dann durchgegeben werden. Also alle Werte, die ich vorhin genannt habe, sind immer mit dem Einstellregler auf der Stufe 0, also Beleuchtung ausgeschalten. So, nun fahre ich dann, sagen wir mal, meine 7700 Kilometer im Jahr mit Beleuchtung aus und noch die restlichen Kilometer mit Beleuchtung ein, habe dann also nur noch ganz wenig Ladeleistung oder ganz wenig Strom. Was erziele ich da? Da erziele ich 245.000 mAh bei 4,6 Volt. Und was bedeutet das? Das bedeutet einfach, ich habe 1,127 Kilowattstunden Strom produziert. Und wenn man sieht, was der Strompreis in Deutschland ist, der ist hoch, aber auch nicht so hoch. 30,5 Cent rechnen wir mal. Bei 30,5 Cent pro Kilowattstunde ist das dann, ja, sagen wir mal, knapp über 34 Cent, was ich an Strom mit meinem Nabendynamo bei 10.000 Kilometer im Jahr produziere. Und somit ist die ganze Sache nicht dafür da, dass man Strom produziert, sondern wirklich, dass man, wenn man eine Tour macht und kann nicht anhalten, will nicht anhalten, dass man den Strom so produziert. Aber die Menge, die man dann produziert, ja, ist nicht relevant kostenmäßig. So, und jetzt mache ich eine Tour, sagen wir mal über 100 Kilometer, und die Werte, die ich vorhin genannt habe, die entsprechen dann in etwa, also bei 22 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit oder 20 bis 24, entsprechen dann so einer Stromerzeugung von 28,5 mAh pro Kilometer. Bei 100 Kilometer wären das 2850 mAh. Und was kann ich damit laden? Mein Fahrradnavi hat da eine Kapazität von 1750 mAh. Mein Handy hat 3200 mAh. Die sind dann vielleicht nach einem Tag Fahrradfahren nicht alle, aber wenn ich dann zelte und benutze das Handy abends noch, brauche ich den Strom. Wenn das dann halt nicht reicht, tagsüber, und ich muss noch Akkus laden für Kameras oder für die Drohne, dann bräuchte ich das Solarpanel. Und das Solarpanel kann ich ja in einer Pause zum Beispiel aufstellen, schön zur Sonne ausrichten und dort gut laden. Oder ich mache es am Gepäckträger fest und muss dann halt sehen, an welcher Seite vom Gepäckträger ich das festmache. Die Sonne steht am höchsten, wenn sie von Süden kommt. Da ist natürlich die linke Seite vom Gepäckträger die bessere Seite. Und somit kann ich auch während der Fahrt Strom generieren, weil das geht ja dann wieder in meine Powerbanks, in meine runden 5000 mAh Powerbanks rein. Und ja, die sind dann auch relativ schnell voll auf Natur. Wenn die Sonne gut scheint und ich immer eine konstante Richtung habe, dann ist es ja so, dass das Solarpanel 2 USB-Anschlüsse hat und das Solarpanel hat 21 Watt Leistung. Eigentlich fast alle USB-Geräte laden ja dann mit maximal 2 Ampere und 5 Volt. 2 Ampere und 5 Volt entsprechen 10 Watt. Das heißt aber, wenn mir das Solarpanel 20 Watt geben kann, dann muss ich auch
beide USB-Anschlüsse nutzen, weil sonst kommt nur auf den einen USB-Anschluss die knapp 10 Watt an und auf den anderen kann nichts abgegeben werden und die restliche Leistung verfällt dann praktisch ungenutzt. Und so kann ich dann relativ gut laden. Ich habe das mal ausprobiert und mein Fahrrad mal in der Pause schön hingestellt in Richtung Sonne. Das war ein bisschen früher im Jahr. Da stand die Sonne noch ein bisschen tiefer. Das Solarpanel hängt ja auch relativ steil an dieser Tasche dran. So, wir können uns ja mal anschauen, wie das hier ist. Ich habe mein Fahrrad mal in die Sonne gestellt und mein Solarpanel wird gut angestrahlt. Ich habe hier zwei Powerbanks drin und bei einer messe ich denn, was hier für Energie geladen wird. Und man sieht hier 1,65 Ampere bei 4,83 Volt. Und das habe ich zweimal, weil ich habe ja auch zwei Powerbanks drin. Und während das Fahrrad hier steht, habe ich schon 1894 Milliampere Stunden geladen in eine Powerbank und in die andere dann genauso viel. Wenn ich nur einen USB-Anschluss benutze und meine runde Powerbank anschließe, habe ich rund 5 Volt bei 2,07 Ampere und das entspricht dann 10,3 Watt. So, dann bin ich fast mit dem Video durch. Wenn ihr Fragen habt, bitte gerne einfach unten die Kommentare schreiben. In der Beschreibung tue ich noch ein paar Links einstellen, wo zum Beispiel das Koaxialverbindungskabel, das Busch und Müller E-Werk, Fahrradzukunft, das ganze Thema mit dem Steckdose am Fahrrad. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann, also, ciao! Yeah.